So, Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Heyday und Daily What? Eine neue Zeitung ist gekommen. Interessiert uns nicht, wir müssen erstmal uns um die guten alten Hühner kümmern. Ja, ja, ja. Haben wir überhaupt... Nein, wir haben nicht genug zu essen für die. Ich hoffe, dass gleich hier unten bei uns genug Hühnerfutter gemacht worden ist. Ah, das sieht aber nicht so aus. Ah, das ist aber schade. Brauchen wir auf jeden Fall Mais brauchen wir für Hühnerfutter? Wart, ehrlich? Tatsächlich, die brauchen Mais? Ah, na gut, dann halt Mais. Auch kein Problem. So, neues Mais anpflanzen, Weizen einmal und Karotten. So, dann pflücken wir hier alles. Zack, zack, zack. Ich mache ja immer so ein bisschen alles von jedem, damit das uns nie so wirklich ausgeht. Ich finde, das macht am meisten Sinn, weil sonst kriegen wir irgendwie Probleme. Die ganzen Zeug. So, und dann haben wir nochmal hier nochmal Sojabohnen. So, Zucker ist auch schon voll. Wow. Okay, dann machen wir mal hier mal weißen Zucker. Dann haben wir hier... Oh, Speck und Eier nochmal. Nice. Alter, warte mal. Dann machen wir mal hier auf jeden Fall... Oh, nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Pfannkuchen, ja. Pfannkuchen, die guten alten Pfannkuchen. Ein Keks, bitte. Können wir einen Keks machen? Wir können wieder keinen Keks machen. Jetzt aber. Jetzt können wir einen Keks machen. So, dann kannst du Futter einsammeln. Ey, 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 ganz ruhig, ja. Ganz ruhig. Oh, drehen können wir auch nochmal. Bitte gib mir irgendwas Gutes für... Ach, einen daneben, leider. Kriegen wir nur so einen Pullover, der mich ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Im Moment haben wir 3 Pullover, aber wofür, frage ich mich gerade. Wir können die verkaufen. Dann können wir verkaufen. Na, ist auch alles nicht so wirklich toll, was da gibt. So, Käse machen wir mal dreimal. Zweimal beziehungsweise. Oh, die Schafe sind auch schon fertig. Nice Schäfchen. Damit ihr nicht so frieren müsst, kriegt ihr natürlich schön Futter. Ist so ein bisschen unlogisch, dass auf einmal die dann ein Fell haben, aber gut, ist ja nur ein Spiel. So, Greg, kriegst natürlich ein bisschen Indigo. Und hier ist auch so viel fertig. Nice. Cool. Oh, da stand noch einer dahinter. 5-mal Zucker kriegt der. Ne, haben wir nicht. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen Kuchen gemacht. Oh, nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das können wir alles machen. Oh, nice. Das ist sehr genial. Hammer. So, Futter können wir aber jetzt auf jeden Fall mal machen. So, Hühnerfutter und Schweinefutter. Alles schön querbeet. Dann machen wir mal... Oh, das ist schon voll. Moment, da können wir noch nicht. So, wir können drehen. Haben wir schon gemacht. Der gute Junge, der... Das ist so blöd. Guck mal, 10 Tage brauchen wir... Oh, nee. Das finde ich richtig unfair. Da kann er sich lieber hinhauen und vom Zucker träumen. So, haben wir verkauft. Sehr schön. Haben wir Schweinchen. Zack. Da haben wir auch noch genug Futter, zum Glück. Aber auch nicht mehr so viel. Guck mal hier, von dem Hühnerfutter haben wir auch nicht mehr so viel. Gucken wir mal, was ihr im Shop habt. Das ist auch ganz gut. So, bald haben wir auf jeden Fall Level 18 erreicht. Oh, das ist gut, das ist gut. Das ist richtig gut, wenn wir das mal schaffen. So, was hat der hier? Jolly? Lara hat auch nichts. Ah, schade. Supana Shuro hat schon leider die Schraube verkauft. Ich war mal wieder zu langsam. Tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Shit. Bitter. So. Zurück nach Hause. Okay. Hier haben wir nochmal einen schönen Weizen. Die können wir natürlich... Ja, die Weizen brauchen wir nicht so lange. Die sind ziemlich schnell eigentlich, was das Wachsen angeht. So. Cash einsammeln. Wow. Die brauchen schon wieder Kekse. Und dann haben wir hier nochmal wieder 2 Sachen voll. Das ist nice. Das bringt auch 86 Erfahrungspunkte und das bringt 171 Erfahrungspunkte. Und dann sind wir schon ziemlich nah an Level 18. Oh, das wird was. Ey, das wird vielleicht sogar was in dieser Folge. Das könnte hinhauen, Leute. Das könnte hinhauen. So, hier Futter, die Hühner. Hühner, sag ich schon. Ja, sehr, sehr, sehr dicke braune Hühner. Nein, das sind natürlich Kühe. So, Cash einkassieren. Einmal Baumfell. Oh, wir sind schon Level 18. Du bist jetzt ein Level 18 Farmer. Wir kriegen Baumwolle. Speckkuchen. Ein Sirup. Baumstoffwoll. Hamburger. Frisches Heu. Können wir dekorieren. Eine Säge haben wir bekommen. Und Schweine. Oh, da können wir noch mehr Schweine machen. Mensch, was ist denn hier los? Repariere dein Gemeinschaftshaus, um mit deinen Freunden zu chatten und zu spielen. Kostet 2.500. Machen wir. Dauert allerdings 8 Stunden. Wow, Level 18, ey. Ey, geil, wir sind Level 18. Endlich, ey. Darauf habe ich so lange gewartet, Leute. Sehr geil. So, den Baum müssen wir leider fällen. Und hier kriegen wir nämlich 171, ey. 171 Erfahrungspunkte. Und der Baum stört auch irgendwie ein bisschen, ne?
Können wir mal hier hin klatschen vielleicht? Das stört am wenigsten, weil wir müssen die Tafel immer so ein bisschen im Blick behalten. So, Pullover einsammeln. Und dann können wir jetzt hier nämlich den Stoff machen. Moment mal. Das braucht... Wo? Moment mal, wo kriegen wir denn überhaupt so Baumwolle her? What? Die Baumwolle können wir da noch bestimmt anpflanzen. Das ist doch bestimmt das hier... Moment, wie lange brauchen die noch? 16 Sekunden, da können wir gleich mal gucken. So, was braucht der hier? Keks schon wieder. Kekse, immer diese Kekse, Leute. So, gucken wir mal im Shop, beziehungsweise in der Zeitung. Zeitung, Zeitung. So, das kaufen wir mal hier auf jeden Fall. Oh! Alter, das haben wir direkt gekauft. Das hat sich gelohnt, bei dem vorbeizugucken. Nice. Junge, Junge, Junge. Geil. Ha, können wir jetzt irgendwas verbessern? Nee, dafür brauchen wir 4. Dann sind die Dinger hier. Oh, hier brauchen wir noch sehr, sehr viel. Aber wir haben immerhin von diesem... Wow, das hat sich gelohnt, Leute. Geil. Hammer. Das freut mich auf jeden Fall, dass wir das gefunden haben. Und hier können wir Baumwolle anpflanzen. Ja, das ist das Zeug hier. Na, eins fehlt. Okay. Dann machen wir nochmal da Weizen hin. So, Hühner sind auch schon fertig. Einmal Schwein. Ach Quatsch, ich hätte mal ein bisschen mehr gucken müssen. Vielleicht habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen verdrängt. So, und hier können wir die Hamburger machen. 2 Stunden ein Hamburger, Leute. Wenn die so im Restaurant kochen würden, boah, hätten die aber nicht mehr so viel Kundschaft. Das wäre schon heftig. So, wir können aber ein neues Schwein. Moment, wir haben hier nochmal eine Deko. Kostet 8. Nein, warum sollen wir 8 Diamanten dafür verschwenden? Nein. Das ist doch Blödsinn. Warum sollen wir das machen? Sehe ich gar nicht ein. So. Hier können wir nämlich nochmal ein Schweinepferd machen. Ein neues. Oh Gott, hier ist gar kein Platz für Schweine, oder? Oh Mann, die sind ja schon ziemlich weit weg jetzt. Das ist viel zu weit weg. Zack. Das ist unsere Farm, Leute. Die ist schon mittlerweile echt gut gewachsen. Hier können wir Schweinchen reintun. Oh mein Gott, 1500. Euer Ernst? Alter, wir können da nur ein Schwein reintun. Alter, 1400 meine ich. 1000, Alter, 1000. Nee, was soll das denn? Das ist ja voll übertrieben, Leute. Hier den Zaun hätte ich auch gern nochmal gemacht. Weg damit, weg damit, weg damit. Oh, man sieht ja gar nicht hier den hinter den Zaun. What? Ah, jetzt sieht man ihn. Aber sehr schwer und sehr spärlich sieht man den nur. Zack, zack, den können wir wieder einsammeln. Den können wir vielleicht irgendwo anders mal platzieren demnächst. Zack, den guten Zaun muss weg. Ich würde mich da eine schöne Steinmauer hinmachen. Ich bin jemand, das steht auf Stein. Also auf Steine, so zum Mauerbauen, ne? Was anderes nicht, was ihr jetzt denkt. So, Moment. Ah, gucken wir nochmal nach dem Stein. Das haben wir nämlich hier. Oh, 190. Ja, 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 ja. Und das nächste kostet schon 200. Das übernächste 210. Und so weiter. Also es wird unfassbar teuer dann, was das angeht. Das ist unfassbar heftig, ey, wie teuer das wird. Können wir hier hinter nichts machen? Stören irgendwie... Stören die... Ach so, da haben wir noch einen Zaun gehabt. Ein Element vom Zaun. Das habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. So. Oh, uns fehlt Cash. Oh Mann, wir sind ja schon so weit angekommen, dass uns Cash fehlt. Die will Schinken haben. Okay, wir haben irgendwas freigeschaltet. Sehr gut. Ein Diamanten. Die sind so großzügig, Leute. Das ist unglaublich. Die sind so großzügig. Bei dem Spiel sind die unfassbar großzügig. Wenn ich Moon Beach vergleiche, dann ist das echt heftig. Da kriegt man so viele Diamanten und keine Ahnung was. Und hier... Baumwolle braucht 3 Stunden. Und hier kriegt man das gar nicht. Also da braucht man Ewigkeiten, bis man da was noch bekommt. So, nächste Zaunstück hier hin. Das nächste kostet schon 250. Und wir sind jetzt pleite. Wir sind pleite. Das ist unglaublich, dass wir schon wieder pleite sind. Hühnerfutter, bitte. Komm, gib's ein bisschen Hühnerfutter. 1 Minute noch. So, ich glaube, hier ist nichts mehr. Das dauert alles noch viel zu lange. Dann können wir hier einen Break machen. Und sehen uns dann... oh Mann, 3-mal Holz noch. Unglaublich. Und hier haben wir was, Zucker. Verbindung verloren. What? Ich habe die Verbindung verloren zu meinem Server. Okay, dann bietet sich das echt gut an hier gerade, einen Break zu machen. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heyday. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dürft ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge bewertet mit einem Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten. Danke, bis zum nächsten Mal.